Schauen Sie bitte hier, wieder einmal haben sich unsere Kollegen mit den flinken Fingern aus der Werkstatt übertroffen. Das hier ist das Bühnenbild oder, wie wir in der Türkei sagen, das Szenario für die Nibelungen. Sage. Wir alle kennen die Nibelungen, sage, wer von uns hat sie nicht auswendig gelernt, zu wissen. Dieses berühmte Gedicht, ich glaube 20.000 Zeilen. Es fängt an, uns ist in alten Maren wunders viel gezeigt, von Helden, Lobbebaren, von Gotzer Arbeit. So hat man damals ja gesprochen, im Mittelalter von Frieden, hochgezitten, von Weine und von Klagen, von kühner Recken stritten, muget ihr nur höre sagen. Und daraus entstanden dann später die Häschenwitze. Motto. Motto, Motto. Motto, Motto. Motto, Motto. Und zu den Nibelungen gehört natürlich auch diese Musik hier. Sie kennen? Walkürenritt von Richard Wagner. Musik, oft missbraucht. Nie so gemeint. So, nun aber zu Siegfried. Das hier ist Siegfried, der Held des Nibelungenliedes. Schauen Sie, Sie kennen das, er reitet hier den Rhein entlang. Ja, ram, 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 ram. Warum? Denn die Oper muss ja losgehen. Siegfried kommt hier vorbei bei einem berühmten Schmied. Und dieser Schmied heißt wie? Er heißt Wieland. Und die Freunde sagen, Wieland, der Schmied. War das nicht diese berühmte Oper? Jawohl, von Jan Leoslav Bella. Wieland, der Schmied. Und Siegfried bekommt von Wieland, dem Schmied, ein Schwert. Er bekommt ein großes Schwert. Dieses Schwert hat den Namen Excalibur. Geschwindelt. Nein, es heißt Balmung, es hat zauberhafte Kräfte, es sieht so aus und wenn Sie dieses Schwert sehen, wenn Sie das Schwert sehen, dann werden Sie sehen, das braucht zwar Siegfried im Kampf gegen den Drachen, aber er kann es nicht tragen, das lassen wir hier und wir geben ihm hier so ein einfaches, kleineres Schwert, das er tragen kann und merken uns das große Zauberschwert Balmung für später. So, hier, das hier. Kann Siegfried. So, jetzt hat Siegfried dieses Schwert. Jetzt reitet er also weiter am Rhein entlang. Hier sehen wir die Lorelei, die schon 700 Jahre vorher in Position war, weil sie wusste, eines Tages kommt das berühmte Gedicht, für das sie noch gebraucht wird. Bäume sind damals schon mal überraschend in den Rhein gefallen. Hier sehen wir Lohengrin mit dem berühmten Schwan und dieses berühmte Lied. In einem Land unnahbar euren Schritten steht eine Burg, die und so weiter, aber das wissen wir ja alle. Jetzt kommt die erste ganz großartige Sache, und zwar die drei Rheintöchter. Noch schwimmen sie im Rhein, sie kommen ja erst hoch, wenn ihr Stichwort kommt. Und sie heißen wie? Wie heißen die Rheintöchter? Welgunde, Leitplanke und Steckdose. Nein! Welgunde, Woglinde und Flosshild. Und es war so, die Götter saßen in Valhalla und spielten den ganzen Tag Tischfußball. Ja? Und immer, wenn einer ja, ja, ja gewonnen hat, kam eine Rheintochter hoch und sagte, ja, jette ho, ja, jette ho, ho, ho. So war das damals, ja, sozusagen Christopher Street Day unter Wasser. Damals im Rhein. Dann ritt, hier oben steht ein Riese, wie heißt der Riese? Fasold. Fasold, er steht da oben und Fasold den ganzen Tag seinen Text. So, jetzt geht es hier weiter. Jetzt geht es hier weiter, meine Damen und Herren. Und wir kommen hier zu einem Bütchen. Das Bütchen hieß im Mittelalter Gral und das wird gehütet von Parsifal. Parsifal mit einem, ja, wie soll man sagen, einem Menschen, der genetisch bedingt nicht die normale Körpergröße erlangt hat, ein Zwerg. Ein Zwerg, der Zwerg hieß
Alberich. Und Parsifal kauft hier vom Zwerg einen Becher, einen Gral, und Siegfried würde gerne länger bleiben, er hat keine Zeit, denn die Oper muss in 4 Tagen abgespielt sein, dann müssen die Gäste wieder nach Hause. Jetzt steht er hier vor dem großen Wegweiser und sagt, wo geht es bitte zur Drachenhöhle, denn Siegfried muss ja gegen den Drachen kämpfen. Er reitet hier vorbei, weil er keine Zeit hat, das zu lesen, und jetzt wissen Sie auch, warum Siegfried hier auf dem Pferd vorne diese Verzierung hat, nämlich damit er klingeln kann, hier beim Drachen. Sie sehen, das ist eine Drachen-WG, da wohnt alles, was an Drachen gebraucht wird, ja? Und Siegfried klingelt bei Fafnir. Kann sein, dass Fafnir im Garten hinten ist oder was? Er klingelt nochmal. So. Und der Drache kommt raus. Hola, was machst du, Fremder? Und Siegfried sieht, das ist zwar ein Drache, aber es ist der falsche, denn der richtige Drache wohnt in der Nebenhöhle. Siegfried reitet also hier zur Nebenhöhle, vorbei an den Tieren. Hier sehen Sie Stämme, die damals sehr gewütet haben an einem Dixie-Klo, die Vandalen. Und Siegfried reitet hier im Kreis, er müsste eigentlich schnell weiter, aber will warten, bis der Applaus vorbei ist. Und jetzt kommt der richtige Drache. Und wie von Zauberhand tauschen wir jetzt das Schwert aus. Hier kommt das richtige Schwert und Siegfried kämpft jetzt gegen den Drachen. Ong, 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 ong. Und der Drache ist tot. Und jetzt passiert Folgendes. Balmung, das Zauberschwert, hat noch das Seitenschwert Bullabü. Balmung und Bullabü. Und Bullabü braucht Siegfried, um den Drachen korrekt anzubohren, denn irgendwo muss das Blut ja raus und es muss rein. Es muss rein in die Wanne. Schauen Sie hier, Drachenblut. Toll, oder? Ja. So. So, das haben wir schon vorbereitet. Ach nee, das war die Kochshow. Und so, jetzt muss Siegfried in dieses Drachenblut rein, denn das Blut macht ihn was? Unverwundbar. Er zieht sich aus, Haare runter und würde sich eigentlich wie jeder normale Mensch jetzt so hier in die Wanne reinlegen. Das aber hätte den Nachteil, dass Sie nicht sehen können, wie das Lindenblatt auf ihn fällt. Deswegen geht er so in die Wanne. Ja, dann können Sie besser sehen. Hier oben, die Lindenblätter, fallen auf ihn runter und ein Blatt, ein einziges einsames Blatt, fällt hier zwischen seine Schulterblätter. Und das ist die berühmte Stelle, an der Siegfried dann tödlich verwundbar ist. Das weiß er aber nicht. Und wer killt ihn? Dieser Mann hier, Hagen von Tronje, der schon bereit steht. Hagen von Tronje. Und das wussten viele nicht. Was viele nicht wussten, ja, Siegfried trocknet sich in der Zwischenzeit schon mal ab, ja, hat hier noch so ein kleines Entchen, hier, so. Wie geht dieses Lied von, mit dem Quietsche-Entchen von Ernie? Man hat es mir vorgesungen, aber ich habe es mir nicht, wie heißt das? Wie, weiß das jemand? Nein. Ich habe ein Quietsche-Entchen. Weiß das jemand? Wie geht das? Kennt das jemand, das Lied mit dem Quietsche-Entchen von Ernie? Ernie und Bert. Bimmel und Bommel, die sie noch nicht geoutet haben. Ja. Ja. Kennen Sie nicht, nein. Ernie, also das singt er jetzt, während er sich abtrocknet. Ich kann sie morgen vorsingen. Ich muss mir noch mal genau anhören. Und hier, wie gesagt, der böse Hagen. Und das ist neu, das haben wir herausgefunden in der Nibelungenforschung. Hagen hat einen Bruder und der heißt wie? Herne. Das ist Herne. Herne arbeitet im Bergbau. Zeige ich mir nochmal. Sieht sehr geil aus. Und schreit in der Oper alle 27 Minuten, Kolleginnen und Kollegen! Sie sehen, er hat einen Pickel oder eine Axt, eine Bergbau-Axt. Und er wohnt ein paar Kilometer weiter auf der A40 von Hagen
entfernt. Das hätten sie dann auch mitgeteilt. So, und jetzt passiert das Allerentscheidende. Siegfried hat den Drachen erlegt. Dafür gibt es zur Belohnung was? Den Gral. Den Gral, den Hort der Nibelungen. Siegfried springt halbnackt, kaum abgetrocknet, auf sein Pferd und reitet. Und jetzt werden Sie fragen, wo ist der Hort? Wo ist der Hort? Und die alte Möglichkeit, um den Hort zu finden, ist, man klopft gegen Felsen. Und da, wo es hohl ist, da ist der Hort. Siegfried macht den Felsen auf. Und jetzt das alte Problem, wie bleibt der Felsen offen? Und da gilt seit dem Mittelalter, wenn ihr Felsen klemmt, einfach einen Baum drunter stellen. So, jetzt. Jetzt kommt hier der Schatz raus. Da sehen Sie alles voll mit Gold und Edelsteine. Hier Düsi, der Staubsauger. Und das ist mein Lieblingsteil. Das ist der Nibelungentoaster Gundula zu Röstl. Und mit diesem fährt Siegfried jetzt wohin? Das ist auch tolle Formulierungskunst, kenne ich aus der Schule. Mit diesem fährt Siegfried wohin? Und dort trifft er wen? Und der sagt, was? Ja, das ist die Möglichkeit, dass der Lehrer nicht alles vorkaut, sondern man gibt pädagogisch die Möglichkeit, dass der Schüler es selber wissen könnte. Ja? Also, Siegfried fährt mit dem Pickup wohin? Nach Worms. Dort wohnt wer? Kriemhild. Die ist die Schwester von wem? Gunther. Dem König von was? Burgund. Mach doch ein bisschen mit. Für mich ist auch die dritte Stunde. Ja? Gunther von Burgund. Und jetzt? Und jetzt kommt der Punkt, wo die Götter sagen, es reicht. Die Götter wohnen auf Valhalla. Eine große Wolke. Sie schweben über das Ganze, bekannt als Götterdämmerung. Sie sehen das hier, Wotan, Thor, Freya, und schicken fürchterliche Blitze auf das ganze Gesindel. Und das Entscheidende ist, meine Damen und Herren, jetzt, wo die Erde brennt, wo alles in Flammen aufgeht, ruhig auch mal die Götter von beiden Seiten, damit sie schön durch werden. Das ist... So war das damals beim Ring der Nibelungen.